Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal bei Anmerk Outdoor. Ich begrüße euch heute mit einem Indoor-Video, um euch eine kleine Serie zu zeigen, was ich alles so auf meiner Trekking-Tour mitnehmen wollte. Über Ostern 2021, die allerdings nicht stattgefunden hat. Heute haben wir Ostermontag und warum hat meine Trekking-Tour nicht stattgefunden? Ja, ganz einfach, weil im Zielgebiet hier im Frankenwald, wo ich hin wollte, da hat es also seit Freitag, Samstag, Sonntag und heute und die ganze Woche jetzt noch nur Regen und Schnee und Minusgrade, richtige Minusgrade in den Nächten, minus 3, minus 4, minus 5, tagsüber auch nicht sehr viel, viel besser, also mit 1, 2, 3 Grad, okay. Tagsüber kann man damit durchaus umgehen, das ist gar nicht das Problem. Aber die Nächte würden mir auf jeden Fall Probleme bereiten, weil in der Hauptsache habe ich den falschen Schlafsack. Ich habe keinen richtigen Schlafsack, um bei diesen Minusgraden da nicht zu frieren. Da habe ich mich einfach mal seinerzeit vor gut 2 Jahren, als ich den Winterschlafsack gekauft habe, mich komplett verhauen. Und da habe ich auch noch nicht so die Erfahrung gehabt mit den ganzen Ausrüstungsgegenständen, wie ich sie jetzt inzwischen habe. Und den hätte ich da also nicht einsetzen können. Ich hätte ihn einsetzen können, aber ich hätte gefroren wie Espenlaub. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe keine Lust gehabt, über 300 Kilometer zu fahren von Berlin aus, um mich dann da bei Regen und Schnee und Minusgraden zu amüsieren. Also tut mir leid. Also, zumal ich auch so eine Trekkingtour jetzt das erste Mal machen würde und auch noch nie im Wald geschlafen habe und dies auch dann machen würde, da muss ich sagen, also da will ich dann doch wettertechnisch besseres Wetter abwarten. Ja, und aus diesem Grunde hat die zuvor auf Facebook angekündigte Trekkingtour halt nicht stattgefunden. In den Augen von manch einen anderen ist das vielleicht völliger Quatsch. Ihr werdet vielleicht sagen, Memme, Blödsinn, Quatsch. Ja gut, wenn ihr der Meinung seid, könnt ihr ja durchaus sein, es wäre durchaus in Ordnung. Aber ich bin halt der anderer Meinung, zumal ich es noch nie getan habe. Und wie gesagt, also ich habe da keine Lust gehabt, 320 Kilometer zu fahren, um mich dann also da bei Sturm, übrigens Sturm war auch, oder starker Wind, bei Schnee, Eis und Kälte da eben im Wald auf Trekkingtour zu gehen. Also habt bitte Nachsicht, dass die angekündigte Trekkingtour halt nicht stattgefunden hat. Gut, aus diesem Grund mache ich also heute jetzt ein Indoor-Video, weil ich habe mir vorgenommen, euch eine kleine Reihe zu präsentieren, eine kleine Videoreihe zu präsentieren, nämlich bezüglich der Trekkingtour, die auf jeden Fall stattfinden wird. Was ich eigentlich alles mitzunehmen gedenke. Und ich will euch zeigen, was ich mitnehmen möchte und auch warum ich das mitnehmen werde oder warum ich es mitnehme. Und auch so ein bisschen im Hinterstübchen, dass ihr mir vielleicht noch ein paar Tipps geben könnt. Da mach mal was anders, das lass mal sein und da kauft ihr vielleicht was anderes. Und das Problem ist das Gewicht, habe ich festgestellt. Also ich habe hier so einen Tasmanian Tiger, einen 100 Liter Rucksack. Und den habe ich also gut ausgefüllt. Und also bin ich jetzt insgesamt auf dem Gewicht. Ich habe schon reduziert. Ich habe das Gewicht schon reduziert. Ich hatte ganz zum Anfang 25,5 Kilo auf der Waage mit dem Ding. Und bin schon runter auf 22,1, weil ich einige Sachen tatsächlich rausgenommen habe, wo ich mir überlegt habe, die brauchst du wirklich gar nicht. 22,1 Kilo stehen jetzt hier, wobei ich noch dazu sagen muss, da sind schon 4 Liter Wasser drin. Also 4 Liter Wasser wiegen ja schon alleine 4 Kilo, also denkt euch mal die 4 Kilo weg von 22,1, dann seid ihr also schon auf gute 18 Kilo,
was eigentlich dann vom Gesamtgewicht eigentlich vielleicht doch schon noch vertretbar ist. Aber ich muss sagen, 22,1 Kilo ist auch ganz ordentlich. Und ja, das muss ich dann halt sehen und vielleicht kann ich noch das ein oder andere dann eben optimieren und um dann noch ein bisschen mehr Gewicht einzusparen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe ein Zelt unten mit dran, ein knapp 1,9 Kilo schweres Zelt. Das habe ich ganz bewusst genommen, eben aufgrund der Jahreszeit, die wir jetzt haben. Im Sommer würde ich es anders machen, da würde ich mit einem Tarp halt nächtigen und Isomatte ist auch drin. Aber da würde ich Tarp und ein Meshzelt nehmen, was also erheblich, also wirklich extrem erheblich leichter ist als dieses Zelt. Aber wie gesagt, aufgrund der Witterungsbedingungen und der noch Unerfahrenheit habe ich es also vorgezogen, dann eher in diesem Fall jetzt ein Zelt zu wählen. Und das merkt man natürlich schon, ne? Ist klar. Ja, und es ist halt so einiges drin. Und es ist sicherlich auch einiges drin, wo ihr dann sagt, braucht er nicht und ist unnütz, wirst du nicht brauchen, wirst du sehen. Das ist die Erfahrung, die ich erstmal machen muss im Gegensatz zu euch. Ich spreche jetzt hier nicht von einer Nacht im Wald, sondern schon von 3 bis 5 Tagen. Und das ist dann schon so ein bisschen anders, ne? Also gibt ja so einige Kanäle, also 2, die ich abonniert habe, die regelmäßig Trekkingtouren machen und die schaue ich mir auch regelmäßig an und hole mir da auch Anregungen und ja, da ist schon, also da kann man schon eine ganze Menge mitbekommen. Aber wie gesagt, es ist halt das erste Mal und wir werden sehen. Ja, ich mache wie gesagt dann eine Videoreihe. Ich werde euch alles so ein bisschen präsentieren, was ich halt mitzunehmen gedenke. Ich teile das Ganze auf. Ich muss mal auf meinem Spickzettel gucken. Also mit Verpflegung, ein extra Video Verpflegung, ein extra Video über Schlafen, ein extra Video über Kleidung, wobei da ist ja gar nicht so viel. Ein extra Video über Kochen, Hygiene und da wird es jeweils dann ein mehr oder weniger kurzes oder etwas längeres Video geben und das werde ich euch dann einfach mal in Form einer Serie präsentieren. Ihr dürft also gespannt sein und ich bin es auch auf eure dann hoffentlich folgenden Kommentare. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle mache ich dann erstmal Schluss. Los geht es mit Verpflegung, mit einem Verpflegungsvideo, was ich an Verpflegung mitnehmen will. Und das wird dann das nächste Video sein oder im Prinzip das erste Video sein, was ihr dann zu sehen bekommt. Und ihr dürft gespannt sein und ja, ich freue mich und ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns dann beim nächsten ersten Video dieser Reihe. An dieser Stelle sage ich erstmal Tschüss und wir sehen uns halt. Bye, bye.